Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück in Valheim. Eine weitere Folge im Livestream mit der Regie um meinem kleinen Steg. Ich habe da unten nochmal die Balken versetzt, nachdem die Regie sagte, na so schön. Wow. 25 Leben, fast tot gewesen. Okay. Das sollten wir tunlichst sein lassen. Tunlich tun, nicht täten tun. So. Ja, beim letzten Mal habe ich den Steg fertig gebaut, habe ich euch am Ende noch gezeigt. Jetzt habe ich die Balken nach unten versetzt. Ich finde, so sieht es schöner aus. Und ein Hafen ist das natürlich noch nicht. Und was wir als erstes machen, wir machen erstmal Essen. Weil, wie ihr gerade gesehen habt, bin ich am Hungern. Und ein einfacher Sprung aus dem Fenster hat mich fast das Leben gekostet. Dann zählen wir die Schweine durch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Schweine haben wir aktuell. Also die Erweiterung des Geheges hat sich auf jeden Fall gut gelohnt. Jetzt werfen wir hier einmal noch 2 Pilze rein. Oh, die haben alle Hunger, ne? Ich bin kein guter Schweinevater. So, das müsste ein Baby geben auf 12. Und dann müssen wir irgendwann mal notgedrungen schlachten. So, was habe ich gemacht? Ich habe, nachdem ich die letzte Folge beendet habe, habe ich jetzt zum Start der Aufnahme habe ich nochmal einmal Kupfer besorgt. Und zwar wollte ich noch Bronze machen. Diesmal machen wir es auch richtig. Und 15, ne? Du trägst zu viel. So. Meine Idee ist folgende. Ich werde auf jeden Fall neue Rüstung machen. Mein Helm ist ein Bronzehelm auf 1. Das werden wir alles in Eisen umwandeln, damit wir gegen den Boss bestehen können. Bei dem Schild bin ich mir ein bisschen unsicher. Es gibt als nächste Stufe gibt's hier das verstärkte Schild. Das ist das hier. Das hat einen Grundblockwert von 60. 40er Parier und 1,5er Block. Und das hat eine Parierstärke von 30. Ha, eigentlich lohnt sich's nicht. Ich glaube, ich mache mir doch das große Schild, habe ich gerade beschlossen. Weil ich glaube, das hat aufgewertet auf 70 und im Livestream nutze ich das auch, dieses Schild. Okay, vergesst, was ich sage. Ich wollte eigentlich den Buckler hier auf Maximallevel bringen, aber jetzt mache ich erstmal das Schild. So. Bevor ich irgendwas anderes mache, ich will das große Schiff bauen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und wir wollen was zu essen machen. Und ich will am besten noch Gegengift machen für den Kampf. Frostwiderstand, Giftwiderstand. 5 Disteln, 1 Schwänzel. Genau, da haben wir genau die 5. Einen von denen habe ich einstecken. Honig habe ich auch einstecken. Und ich muss Kohle besorgen. Wie viel waren das? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie viel Kohle. Ich nehme jetzt einfach mal den kompletten Stack mit. Weil den Giftwiderstand brauchen wir auf jeden Fall. Eventuell müssen wir im Wald sogar nochmal Disteln besorgen. Aber erstmal langt's. Giftwiderstand. 10 Honig. Ich glaube, da können wir gerade so mal den Bienen guten Morgen sagen. Jo. So. Dann sammeln wir noch ein bisschen Honig ein. Das Feld müssen wir auch mal uns angucken. Ich habe die ganze Zeit nur gebaut und gemacht und getan. Da sind nämlich die Saatrüben fertig. Sag mal, ich setze aber erstmal das Met an, weil das braucht eh noch. Giftwiderstand. Wir bräuchten irgendwie noch Disteln. So, das geht durch. Wie viel haben wir denn hier noch? 3 haben wir noch. Ja, gut, für die erste Nummer. Würde gehen. So, was haben wir noch? Würstchen eventuell. Gedöns. Ich weiß nicht, was wir genau brauchen. Brauchen wir das? Was brauchen wir für Würstchen? Brauchen wir auch Disteln? Haben wir nicht. Okay. War nicht Bärenmarmelade noch richtig gut? Bärenmarmelade war doch auch super, oder? Ich meine ja, Ausdauertränke können wir uns noch besorgen. Geringe Ausdauer. Wo haben wir denn die große? Haben wir die noch gar nicht? Mit gelben Pilzen.
Also wir können auf jeden Fall mal Bärenmarmelade machen, weil die haben eine Dauer von 1200 und die tickt echt gut rein. Himbeeren und Blaubeeren. Metmischung lecker, was macht die denn? Was macht die Metmischung lecker? Wir machen mal die Bärenmarmelade. Was fehlt uns? Blaubeeren fehlt uns zu unserem Glück. So, haben wir ein bisschen was auf Tasche. Die fertigen Lebensmittel, da müssen wir uns eigentlich auch mal eine Kiste machen. Warte mal, da können wir erstmal das Fleisch wieder ablegen. Dann können wir das hier wieder ablegen. Und ich würde sagen, wir machen immer hier die Hälfte, das langt. Machen wir die Marmelade direkt in den Pott hier mit rein. So, wir haben immer noch nichts Fleischiges, ne? Würstchen wäre schon eine gute Nummer. Ah, dazu brauchen wir Diesel, dann müssen wir nochmal in den Wald. Ah, dann mache ich mir jetzt doch ein bisschen Fleisch. Die nehmen wir mit und hier nehmen wir noch 4 mit. So, kochen wir uns ein bisschen was. Ich warte jetzt mal kurz ab, bis das durch ist. Weißt du was? Wir machen nur die ersten 4. Ich brauche hier nur ein bisschen was zu essen, dass ich nicht sterbe, wenn ich aus dem Balkon hüpfe. Das geht schon. So, Antigift tickt durch. Das müsste auf jeden Fall reichen. Auch wenn wir einmal sterben und in den Sumpf zurück müssen, müsste das reichen. So, dann haben wir hier ein bisschen was zu futtern. Das Fleisch hebe ich mir jetzt auf und die Marmelade. Jetzt bauen wir das große Schiff. Ich würde sagen, das machen wir als erstes. Nee, erst machen wir die Ernte, weil die dauert länger, bis wir hier wieder unterwegs sind. So, Saatkarotten. Und wir müssen auch im Sumpf mal gucken, ob wir Rübensamen finden. Das wäre echt eine gute Nummer. Damit wir Rüben haben. Da gibt es nämlich echt auch eine gute Suppe von. Beziehungsweise irgend so ein Eintopf oder sowas. So. Wie viel haben wir denn jetzt? Wie viel Rübensamen? 99. Da können wir auf jeden Fall erstmal normale Karotten anpflanzen. Gucken, ob das lang vom Wachsen. Wenn nicht, wachsen sie nach und nach. Ist auch nicht so schlimm. Und ich glaube, Speicher halt mal abspielen. Ich denke mal, das langt auch erstmal. Wie viel haben wir denn jetzt noch? 48. Machen wir noch eine Reihe. Und dann machen wir noch... Achso, können wir eh nicht. Müssen wir eh anpflanzen. Ich muss es sowieso alle anpflanzen. Ich wollte jetzt eben nochmal Saat ansetzen. Das kann ich ja nur aus den Möhren als solches. So. Jetzt verteilen wir sie nochmal ein bisschen manuell hier so an den Rand und so. Ah, wir haben keine mehr. Nice. Gut. Dann können wir die auch mal hier lassen. Wir können mal... die kann schon mal hier bleiben. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Die können wir auch da lassen. Das nehmen wir mit. Die Axt ist nur zum Bäumefällen da. Gut. Dann machen wir jetzt das Schiff.
damit ich da schon mal weiß, was wir an Eisen brauchen oder nicht brauchen. Verschiedenes. So, da brauchen wir 100 Eisennägel, 10 Hirschfell. 100 Eisennägel, 10 Hirschfell, 40 edles Holz. Da fängt der Hamster an zu humpeln. Oh, edles Holz besorgen, ich freue mich. Dass man auch keine Birken anpflanzen kann oder Eichen, das ist wirklich sehr doof. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwo noch Birken wachsen. Ich habe hier eigentlich komplette Gebiete schon gerodet, was das angeht. Jetzt muss ich echt nochmal Holz hacken gehen. Oh Mann. Das ist ja richtig doof. Da unten sehe ich schon überall Birken stehen. Oh, das nehmen wir natürlich mit. Das nehmen wir... Oh, hier habe ich auch mal gerodet. Okay, da ist eine Birke. Oh, da sind drei Birken ineinander, das ist doch super. Und dahinter sind noch Himbeeren und da oben auch nochmal, die nehmen wir alle mit. So, können wir mal eine Erdbeere und eine Himbeere können wir mal so essen. So, wenn ich außerhalb des Kampfes bin, da brauche ich ja nicht viel Energie. Ach ja, schönes Spiel. Man kann so viel Zeit mit verbuseln mit dem Spiel. Das geht ganz einfach. Schwuppdiwupp ist der Tag zu Ende. Na du? Pfeile dürfen wir nicht vergessen. Müssen wir auch mitnehmen. Aber irgendjemand hat geschrieben, das kam in den Kommentaren oder im Livestream-Chat, hat gesagt, dass es irgendwann ein Gebiet gibt, wo ganz viele Bäume wachsen, die edles Holz geben. Habe ich zumindest so verstanden. Also das heißt, irgendwann wird es nicht mehr das Thema sein, dass man edles Holz besorgen muss. Und ich habe extra noch vor der Aufnahme Holz gefarmt, wenn ihr das nicht mitbekommen müsst. Na? Ah, an der Ebene wachsen Birken, sagt die Regie gerade. Okay. Oh, komm her. So, 40. Wie viel haben wir denn jetzt? 23 und wir haben ja drin auch noch, ne? Nehmen wir noch den einen Baum mit. Halt, warte. Ach, komm, dann roll runter. Ja, wird's wurscht. Ja, ich muss mal gucken, was wir mit dem Boss machen. Ich bin jetzt gerade überlegen, wie wir vorgehen. Ob wir den Boss jetzt zeitnah machen, aber ich würde mich ganz gerne ausrüsten. Wir haben ja diverses Eisen noch da. Da würde ich auf jeden Fall ganz gerne den Knüppel auf Stufe 4 bringen. Müssen wir auch nochmal gucken, ob wir das hinkriegen. Jetzt bauen wir erstmal das Schiff da unten hin. Und was brauchen wir noch? 40 edles Holz. Wie viel haben wir denn jetzt? 37. Okay, da haben wir auf jeden Fall den Rest zu Hause. Hat nicht Bescheid gegeben, als es vorbeigerannt ist. Mist. Oh, na gut, dann entkomme einfach. So, meine kleine Anlegestelle. Ja, das mit dem Unterwasserbauen ist echt so eine Nummer. Ich hole jetzt mal das edle Holz aus dem Haus. Und dann setzen wir hier mal ein schönes Schiff hin.
Wir brauchen 40, ne? Dann können wir hier die 10 können wir da lassen. Und was war das andere? 40 von dem Holz. Was war denn das? Nee, oder? Ach Mann, dieses Spiel, ey. Okay, ich nehme jetzt mal meine Steinkiste. Also, 40 Nägel, Leder. Wie viel sind's? 10 davon, ne? Dann haben wir jetzt komplett Zeug liegen, um das Boot dann gleich zu bauen. Ich werde jetzt nicht bei dem Sturm das Schiff draußen hinsetzen. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Wieso regnet das immer, wenn ich hier dabei bin? Immer wenn ich euch irgendwie, weil ich denke so, jetzt machst du mal hier irgendwie Action, geht das Wetter los. Ich glaube doch, dass die spinnen hier, die Römer. Gut, dann spielen wir uns halt Sachen. Mann, ich will doch Sachen machen. So. Kohle. So. Dann machen wir jetzt den Knüppel hoch. Eiserner Streitkolben brauchen wir 30 Eisen. Boah, 30 Eisenwaren. Erstmal einen schönen Stack Eisen hier rein. So, Upgrade. Eiserner Streitkolben. Da ist er auf Level 4. Was ist denn der nächste Teil der Schmiede? Ist es das Schmiedewerkzeuggestell? Kann es sein? Würde ich mal behaupten, wa? Was 15? Jo, verbindet sich. Inwieweit kann man das hier drüber hängen? Geht, wa? Werkbankstufe 6. Ja, das ist doch nice. So, und das Kölbchen, das hat schon maximale Qualität. Na gut, aber wir haben zumindest die Schmiede auf Level 6, ne? Das ist jetzt auch nicht so schlecht. Jetzt hängt hier zumindest das Werkzeug so ein bisschen da drüber. Oh, boah. Gut. Dann haben wir das zumindest auch erledigt. So, dann, was haben wir denn noch an Eisen da? Nicht mehr allzu viel. Dann machen wir das Schild. Dann machen wir definitiv das Schild, das verstärkte Schild. Das sind 8 Stück und ein bisschen Edelholz. So, verstärktes Schild. So, weil bei dem Blob da, den wir bekämpfen, da brauchen wir auf jeden Fall verstärkt. Das Upgrade kostet mich nochmal 10 edles Holz. Okay, nochmal 4 Eisenbarren. Aufwerten, ich bin richtig, ne? Ich will mich nicht nochmal verklicken, das haben wir schon ein paar Mal jetzt gehabt. Edelholz haben wir nicht mehr. Oh, ich gehe doch nicht nochmal farmen. Habe ich echt keinen Bock. So, dann können wir das als Ersatz hier lassen. Jetzt haben wir 2 Buckler. Wollen wir uns mal so einen. Ich glaube, wir machen uns mal ein bisschen einen Schildhalter. Möbel. Verschiedenes. Nein. Wo ist es? Möbel, war richtig. Wo ist er? 4 Edelholz. Haben wir denn noch? Ja, einen Halter können wir machen. Wo hängen wir denn das Schild hin? Vielleicht über die Schmiede, oder? Ein bisschen als Meisterstück. So. Das war mein erstes Schild, was ich hergestellt habe. So, Level 2. Da haben wir ja leider uns mal hart vercraftet zu einer gewissen Zeit. So. Da hängt es. Okay,
Jetzt haben wir noch 31. Wie sieht's denn mit unserer Ausrüstung aus? Was können wir denn herstellen? Brustpanzer oder die Hose auf 2? Also ist völlig egal. Eisenschuppenrüstung, dann machen wir, würde ich sagen, die Hosen neu, oder? Ist da ein Unterschied bei den beiden Dinger? Nö. Also ob Brust oder Dings. Jetzt sagen wir mal die Brust neu. 20. Beides mal 20. Jetzt halt die Frage, ersetzen wir beides? Was haben die denn für einen Grundwert? Die haben jetzt gerade Rüstung, wo ist es? 10. Und das Ding? 14. Also selbst wenn ich mir beide herstellen würde, aber 40 Eisen haben wir nicht, ne? Doch, hätten wir. Ich könnte mir praktisch Hose und Dings herstellen auf Level 1. Ist besser als das, was ich anhab. Allerdings, die haben ein Bewegungstempo reduziert von 5. Moment, das haben die aber auch, meine ich hier. Ja, die haben auch 5. Ne, dann ist egal. Ja, dann machen wir beides. Mal gucken, ob das Leder langt. Also machen wir einmal das hier. Dann werden wir uns oben noch eine zweite Kiste hinstellen, würde ich sagen. Habe ich noch Holz einstecken? Ich habe noch Holz einstecken. Pass mal auf. Wenn wir hier sterben sollten, dass wir uns direkt ausrüsten können. Dann stellen wir uns eine zweite Kiste noch hier in die Ecke. So, dann werden wir uns mal nackig machen und machen das hier rein, das hier rein. Das hier rein und wir nehmen das Schwert. Dann haben wir hier so eine kleine Ausrüstung. Die ist zwar nicht so super, aber die ist besser als nichts, bevor du nackig in den Sumpf rennst und denkst dir so, schade eigentlich. So, dann machen wir uns gerade noch die Hose. Und dann haben wir zumindest schon mal eine einigermaßen gute Rüstung für den Sumpf. So, da haben wir erstmal schön unser komplettes Eisen weggeballert. Upgrade geht nicht, ne? Ich glaube, mit einem Eisen kriege ich vielleicht ein... Mit 5 wird es weitergehen. Ja. Gut, Helm. Wir könnten Eisenhelm, wenn wir vielleicht den Bronze upgraden, aber es wird sich wahrscheinlich genauso wenig lohnen. 14 und der hat 8. Jetzt ist halt die Frage, gehen wir nochmal die Sümpfe, farmen noch ein bisschen mehr Eisen, um uns noch zu verstärken. Ich glaube aber, dass wir für den Boss nicht wirklich so viel brauchen. Wir brauchen gutes Blocken. Das heißt, wir müssten eigentlich das Schild nochmal upgraden. Dann bräuchten wir 8 Eisen. Gutes Blocken brauchen wir und Gifttränke. Ich denke, das ist... Ich meine, wir fahren sowieso mit dem Schiff nochmal rüber, ne? Und wir haben ja keine Hetze, den Boss zu machen. Das treibt uns ja niemand an. Das darf man halt auch nicht vergessen. So, wenn ich schon mal hier bin und am Craften bin, dann machen wir uns halt ein bisschen... Pfeile. So, die 100 Feuerpfeile reichen erstmal. Und dann machen wir noch normale Pfeile. Feuersteinpfeile. Da haben wir... Wo habe ich die hin? Feuerstein, da. Sehr nice. So. Packen wir noch die Früchte weg. Gut.
Dann gehen wir mal ins Bett, würde ich sagen, bevor das hier die ganze Zeit windet. Dann haben wir vielleicht wenigstens am Ende der Folge nochmal ein bisschen Licht in der Bude. Wäre ja mal eine schöne Nummer. Irgendwie regnet es nur. Ich glaube, das Spiel hat was gegen mich. Da sind wir repariert. Und da sind wir repariert. Ab ins Bett. Gute Nacht. Jetzt könnt ihr mal der Regen aufhören zum Ende der Folge, oder? Ah, das hört sich gut an. Das hört sich doch sehr gut an. So, dann zählen wir mal die Schweine durch. Ob sich da schon was getan hat. Ich habe nichts quieken gehört, aber ich war auch nicht die ganze Zeit zu Hause. Was, die Kohle ist nicht komplett fertig geworden in der Nacht? Das ist aber irritierend. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da ist, glaube ich, an eins von mir vorbeigeschlichen. Okay, nochmal. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nö. Schweinsken sind da nicht bei rumgekommen. Was haben wir denn? Haben wir irgendwelche Früchte? Ach komm her, ich opfer mal 6 Himbeeren für euch. Heute ist ein guter Tag. Der Regen hat aufgehört. So. So, jetzt machen wir hier Feinfresschen. Warte mal, so ein bisschen. So. Mahlzeit. Und fressen. Komm, die für die nichts zu essen gekriegt haben, kriegen einen Streichler. Gucken, ob es noch mehr werden als 11. Vielleicht ist auch die Fläche nicht groß genug. Das könnte natürlich auch sein. Ich könnte auch was zu essen vertragen. Guck mal, wieder nur an die Schweinsken gedacht. So. Dann begrüßen wir den Morgen, würde ich sagen. Und dann machen wir nächste Woche ein Schiff. Nächste Woche. Nächste Folge natürlich. Sieht schon gut aus, ne? Das glitzert schon ein bisschen. Was der junge Mann hier anhat. Und vor allem die Keule auf Maximallevel. Das ist sehr gut. So. Da kann der Blob kommen. Ich glaube, ich mache mal einen Trolllederumhang oder sowas. Mal gucken. Da steht er. Der Sturz. Goodie. Da unten wird ein Schiff entstehen. Aber erst in der nächsten Folge. Denn jetzt sind wir am Ende einer Folge und haben ein bisschen was gekräftet. Ein bisschen was an Eisenausrüstung gecraftet. So, ich schaue in die Sonne. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.